Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Gabriele Detard. Ich bin Training Manager bei der TTS. Ich arbeite seit 2005 bei der TTS, angefangen als Training Consultant und mittlerweile als Training Manager und leite dort verschiedene Trainingsprojekte. Ich darf Ihnen heute zusammen mit meiner Kollegin Frau Nicole Richter etwas zum Thema Blended Learning im Virtual Classroom erzählen. Frau Richter wird sich kurz vorstellen. Ja, schönen guten Tag. Wie gesagt, Nicole Richter mein Name. Ich bin seit 2013 bei der TTS als Training Consultant, unter anderem für das Thema Virtual Classrooms zuständig. Gut, fangen wir mal an. Das Thema Virtual Classroom Learning oder Virtual Classroom Training hängt unter dem Oberbegriff E-Learning oder elektronisches Lernen, da es sich ja um eine Form des elektronischen Lernens handelt. Wie wir sehen können, gibt es allerdings auch verschiedene andere Formen des E-Learnings. Das bekannteste ist wahrscheinlich das Web-based Training, das selbstgesteuerte Lernen. Hier ein Beispiel eines Knowledge Nuggets. Dann haben wir das Beispiel eines Webinars, das, was Sie jetzt heute live erleben. Und natürlich das Virtual Classroom Training, das heißt eine kleine Gruppe von Teilnehmern, die verschiedene Inhalte bearbeitet und lernt. Kommen wir einmal zu den Unterschieden. Was ist der Unterschied zwischen einem Webinar und einem Virtual Classroom Training? Für manch einen mag das dasselbe sein, Webinar und Virtual Classroom, das Synonym für eine Form des elektronischen Lernens. Ich möchte jetzt gerne jedoch die Unterschiede etwas näher herausarbeiten. Das Webinar lässt sich anwenden für die Präsentation von Informationen vor einer großen Gruppe, so wie Sie es jetzt gerade aktuell live erleben. Dabei ist wichtig zu wissen, dass die Teilnehmer die vermittelten Inhalte nur kennen, aber nicht beherrschen. Das heißt, sie hören etwas, aber sie können es im schlimmsten Fall nicht selber anwenden. Das liegt leider an der einseitigen Kommunikation. Sie merken es vielleicht selber, im Moment ist nur einer, der spricht und entsprechend auch agiert. Die Interaktivität der Teilnehmer ist somit sehr gering. Wie gesagt, es ist nur der Trainer, der interaktiv etwas oder der interaktiv teilnimmt. Das eingesetzte Medium ist überwiegend Folien. Manchmal sind es aber auch oder wird das Medium des Screensharings genutzt. Aber wie sieht jetzt eigentlich die Steigerung aus? Sprich, wo liegt jetzt genau der Unterschied zum Virtual Classroom Training? Das möchte ich Ihnen gleich zeigen. Vorher jedoch möchte ich meinen Kollegen bitten, dass er eine Umfrage einblendet. Okay, vielen Dank, Gabi. Ja, wie gesagt, Sie sollten jetzt auf Ihrem Bildschirm gleich einen blauen Screen sehen mit der Frage, was macht für Sie ein gutes Virtual Classroom Training aus? A. Gute Folien. B. Aktivierende Übungsmethoden. C. Gruppenarbeit. D. Interaktivität. Und E. Screensharing. Wäre nett, wenn Sie kurz abstimmen könnten. Sie haben die Möglichkeit, auch mehrere Antworten zu geben. Vielen Dank. Wir warten nun kurz und ich würde auch gleich die Ergebnisse präsentieren. Es stellt sich heraus, ganz klar vorne ist mit jeweils 90% die aktivierenden Übungsmethoden und die Interaktivität. Danach folgen mit jeweils 38, 32 oder 30% die guten Folien, die Gruppenarbeit oder das Screensharing. Aber wie gesagt, mit jeweils 90% ganz weit oben sind die aktivierenden Übungsmethoden als auch die Interaktivität. Sehr schön, das freut mich zu hören. Das bestätigt mich darin, dass Sie auch richtig sind hier in unserem Webinar heute, denn wir möchten gleich auch noch etwas näher auf mögliche aktivierende Übungen
eingehen, und Sie haben es ja gerade schon live erlebt, eine Umfrage kann auch eine Form der Aktivierung der Teilnehmer sein. Schauen wir uns jetzt allerdings das Virtual Classroom Training an. Wir hatten eben das Webinar und schauen jetzt einmal auf das Virtual Classroom Training, wo hier die Unterschiede liegen. Eben haben wir gesehen, das Webinar lässt sich sehr gut nutzen, wenn Sie eine große Gruppe haben von Teilnehmern, denen Sie Informationen präsentieren möchten. Das Virtual Classroom Training ist ein Pendant zum normalen Präsenztraining, wo Sie Informationen vor einer kleinen Gruppe vermitteln. Idealerweise ist die Gruppengröße in einem Virtual Classroom 8 bis maximal 10 Teilnehmer, denn dadurch gewähren Sie auch die Möglichkeit, dass Teilnehmer interaktiv teilnehmen können. Das Lernziel eines Virtual Classroom Trainings geht über das des Webinars hinaus, denn durch die Aktivität können die Teilnehmer neue Inhalte später auch anwenden. Das heißt, sie kennen nicht nur die Inhalte, sondern sie können diese auch später live in der Praxis anwenden. Die Kommunikation hier im Virtual Classroom Training ist mehrdimensional, da im Idealfall alle Teilnehmer laut gestellt sind und sich im Virtual Classroom auch mit den anderen Teilnehmern und dem Trainer unterhalten können. Somit steigt natürlich auch die Interaktivität, das heißt die Interaktivität einerseits dadurch, dass die Teilnehmer miteinander sprechen können, steigt, und natürlich auch durch einen Mix von Methoden werden die Teilnehmer interaktiv in das ganze Geschehen eingebunden. Die eingesetzten Medien sind Folien, aber auch Übungen, und die Königsdisziplin im Virtual Classroom Training ist natürlich die Gruppenarbeit im virtuellen Raum. Dazu bieten einige Softwarelösungen auch sogenannte Breakout Sessions, die Gruppenarbeitsräume. Natürlich lässt sich auch gut das Screensharing einsetzen, wenn Sie zum Beispiel IT-Applikationen zeigen und deren Handhabung vermitteln möchten. Wir haben gehört, Aktivität ist sehr wichtig im Virtual Classroom Training und unterscheidet oder ist der größte Aspekt oder der Unterschied zwischen dem Webinar und dem Virtual Classroom Training. Der eine oder andere hat von Ihnen vielleicht schon mal die Erfahrung gemacht, dass er in einem Virtual Classroom Training anwesend war. Der eine oder andere von Ihnen hat vielleicht schon mal die Erfahrung gemacht, dass er in einem Virtual Classroom Training anwesend war und der Trainer nur Folien gezeigt hat und einen Monolog abgeliefert hat. Das ist momentan leider in vielen Unternehmen die gängige Praxis, somit ist auch der Lernerfolg nicht sehr groß. Wichtig ist natürlich für den Lernerfolg, dass Teilnehmer auch Fehler machen dürfen, denn wie so schön heißt, oder es heißt ja so schön, aus Fehlern lernt man, von daher spielt die Aktivität im Virtual Classroom eine sehr große Rolle. Sie fragen sich jetzt natürlich sicherlich, wie können Sie denn Aktivität im Virtual Classroom Training erreichen? Das ist gar nicht so schwer, denn Sie können viele Methoden aus dem Präsenztraining einfach auch in den virtuellen Raum mit übernehmen. Kommen wir dann zu unserem nächsten Beispiel zum Thema Aktivität. Wie können Sie Teilnehmer im virtuellen Raum animieren, aktiv mitzuarbeiten? Das ist jetzt eine Premiere für mich. Normalerweise nutzen wir diese Form der Aktivität natürlich für die kleine Gruppe, aber wir werden einmal schauen, ob es funktioniert, diese Methode auch in einem Webinar mit dieser großen Gruppe live zu erleben. Dazu möchte ich Sie bitten, über das Zeichenwerkzeug einmal zu markieren, aus welcher Stadt Sie heute an diesem Webinar teilnehmen. Wir haben dazu rechts oben in der Leiste einen kleinen Bleistift. Sie sehen links unten den Screenshot dazu. Und ich möchte Sie bitten, mal den Ort einzukreisen oder zu markieren, aus dem Sie heute teilnehmen. Okay, vielen Dank. Wie gesagt, Sie sehen oben auf Ihrem Panel
den entsprechenden Stift, wo Sie dann entsprechend zeigen können, wo Sie hier heute teilnehmen. Okay, man sieht viele aus dem Ruhrgebiet, auch aus Stuttgart sind einige dabei. Okay, München, München ist auch dabei. Okay, okay, vielen Dank. Wie gesagt, es sind auch aus Bern, aus der Schweiz sind auch einige dabei. Frankfurter Raum, okay. Super, vielen Dank für Ihr Feedback. Und ich würde jetzt dann auch wieder der Gabi, das Wort übernehmen. Ich mache jetzt die ganzen Zeichnungen wieder raus, damit wir das dann entsprechend später nochmal verwenden können. Ja, super. Es freut mich zu hören, dass wir doch so viele Zuhörer aus den unterschiedlichsten Städten Deutschlands oder sogar Europa und der Welt dabei haben. Genau. Kommen wir zum nächsten. Genau. Hier einmal ein paar Praxisbeispiele. Wie gesagt, das ist gar nicht so schwierig, Methoden aus dem Präsenztraining auch in dem Virtual Classroom zu übernehmen. Hier einmal ein Beispiel für eine Erfahrungsabfrage, das heißt, da sollen unsere Teilnehmer einfach mal sich selber einschätzen und sagen, welche Erfahrungen haben sie schon im Virtual Classroom Training. Dort würden die Teilnehmer wie Sie gerade auch mit dem Zeichenwerkzeug einfach mal ihren aktuellen Stand abtragen. Das nächste Beispiel ist ein Ratespiel, das heißt, hier sollen die Teilnehmer aktiv zuhören und mal sich überlegen, in welcher Position der Trainer aktuell am Telefon sich befindet. Und ein letztes Beispiel, wie gesagt, die Königsdisziplin, eine Gruppenarbeitsaufgabe, wo verschiedene Teilnehmer in die Gruppenarbeitsräume mit einer Arbeitsaufgabe geschickt werden, die sie dann gemeinsam lösen sollen und am Ende nach Ablauf der Zeit dem gesamten Teilnehmerkreis vorstellen sollen. Sie sehen, es ist gar nicht so schwierig, das im Virtual Classroom umzusetzen, was oft im Präsenztraining durchgeführt wird. Kommen wir jetzt noch zu dem leckeren, saftigen Hamburger. Bitte keine falschen Assoziationen, dass Virtual Classroom Training kurzweilig ist oder einen faden Beigeschmack hat. Ganz im Gegenteil, das kann oder das ist nicht der Fall, wenn wir entsprechend aktivierende Übungen und Methoden einsetzen. Wichtig an diesem Bild sind jedoch die verschiedenen Schichten. Die werden wir uns jetzt einmal näher anschauen. Zwischen den beiden Brötchenhälften haben wir eine aktive Verarbeitungsphase und eine Informationsaufnahmephase. Das dürfte Ihnen bekannt vorkommen, wenn Sie schon einmal Präsenztrainings designt und durchgeführt haben. Das heißt, in dieser Phase, in unserer synchronen Session, in der Live-Session, stellt der Trainer erst Informationen vor, die dann aktiv von den Teilnehmern anschließend geübt und gefestigt werden können. Da jedoch natürlich die Zeit in einem Virtual Classroom Training sehr begrenzt ist, wir empfehlen maximal 90 Minuten, müssen natürlich verschiedenste Inhalte auch ausgelagert werden. Und das sind genau die beiden Brötchenhälften oben und unten. Das heißt, es gibt im sogenannten asynchronen Raum oder in der asynchronen Session sogenannte Vorbereitungs- oder auch Nachbereitungsphasen, in denen der Teilnehmer sich selber Informationen und Themen aneignen muss. Aber da wird jetzt meine Kollegin Nicole Richter noch näher drauf eingehen. Ja, vielen Dank, Gabriele. Und Sie haben sich jetzt vielleicht schon gefragt, wie bekommen wir denn nun die komplexen Trainings, die wir so bei uns im Unternehmen haben, in den virtuellen Klassenraum? Denken Sie zum Beispiel nur an die mehrtägigen Software-Trainings oder auch Soft-Skill-Trainings, Kommunikationstrainings, die ja tatsächlich über mehrere Tage laufen und deswegen eine relativ hohe Zeit an Präsenz oder an gemeinsamer Lernzeit auch haben. Soll das jetzt heißen, dass ich als Lerner jetzt 8 Stunden oder 6 Stunden im virtuellen Klassenraum verbringen muss? Was bedeutet denn das für die Teilnehmer? Also ich kann natürlich schon mal sagen, und das haben Sie jetzt sicherlich auch bei der Frau Dethardt auch schon raushören können, nein, nächste Folie.
Unsere Erfahrung sagt natürlich nein. Trainings lassen sich nicht einfach unverändert in den virtuellen Klassenraum übertragen. Wie Frau Dethard ja auch schon gezeigt hat, müssen wir auch im Training, im virtuellen Klassenraum, die Interaktion und die Visualisierung des Lernens schon mal neu denken. Aber wir können auch noch mehr tun. Wir können das Training weiterdenken, wir können die virtuellen Klassenraumtermine entlasten und verschlanken, indem wir Teile des Trainings auch auslagern zwischen die virtuellen Sessions. Dabei sprechen wir, wie schon gesagt, von asynchronen Kursbestandteilen, weil diese zwischen den virtuellen Sessions, bei denen alle gleichzeitig sich im virtuellen Klassenraum befinden, eben noch eingefügt werden. Und für uns von der TTS ist die Kombination aus synchronen und asynchronen Lernen das, was wir als Blended Learning im virtuellen Raum verstehen. Gehen wir nochmal zurück zu unserem Bürger und nehmen den jetzt mal auseinander und gehen nochmal genau auf die Schichten ein. In diesem Bild bilden die asynchronen Kursabschnitte die Grundlage, also sozusagen die Sättigungsgrundlage für unsere synchronen Virtual Classroom Trainings. Und genauso verstehen wir diese asynchronen Kurseinheiten auch. Die sind, sie bilden quasi die Grundlage für das Lernen im virtuellen Raum, bei denen bei denen wir eben Grundlagen legen können, bei denen wir üben können, bei denen wir Wissen auch festigen können, um dann im Training, in den virtuellen Klassenraum-Sessions effizienter die wichtigen Sachen dann eben auch besprechen zu können. Wie kann nun asynchrones Lernen im virtuellen Raum aussehen? Ja, wir unterscheiden grundsätzlich zwischen zwei verschiedenen Arten von asynchronen Methoden, in die wir unsere Methodenkoffer einteilen. Und das ist einmal das individuelle Lernen. Das heißt, das ist entsprechend zur Einzelarbeit im Klassenraumtraining, aber auch gemeinsame Methoden für gemeinsames Lernen können im virtuellen Klassenraum angewendet werden. Das entspricht eben auch der Gruppenarbeit im Präsenztraining. Ja, welche Methoden haben wir jetzt für individuelles Lernen zwischen den Virtual Classroom Sessions? Das sind einmal die bekannten Methoden Web-Based Training und Simulation oder auch Online-Quizze, um Lernen oder Wissen zu testen und anzuwenden. Aber es gibt auch andere Methoden, zum Beispiel kann man auch auf andere Lernmaterialien setzen, zum Beispiel Fallstudien oder man kann selber Webcasts oder Podcasts aufnehmen für die Nutzer, die sie sich anhören können. Oder auch vielleicht kann man eine Art kleine Schnitzeljagd im World Wide Web oder in ihrem Intranet durchführen. Und sie werden manchmal überrascht sein, wie viel Wissen sich auch schon im Internet findet, das mit ihrem Lernen verknüpft werden kann. Die Vorteile sind, dass die Lernenden eben genau dann lernen können, wann und wo es ihnen passt, dass sie ihre individuelle Lerngeschwindigkeit nutzen können und eben, dass sie außerhalb des festgelegten Pfades auch noch ganz individuell nach ihren Bedürfnissen noch zusätzlich Wissen erlernen können. Die gemeinsamen Methoden oder die kollaborativen Methoden kennen Sie häufig wahrscheinlich schon aus dem Internet, wo sie schon sehr lange verwendet werden und auch schon teilweise den Einzug in die Unternehmen gefunden haben. Das sind einmal die Nutzung von Foren und Wikis, wo sie wo die Lernenden gemeinsam Wissen austauschen und Wissen erarbeiten können. Es gibt aber auch andere Methoden, die schon bekannt sind, zum Beispiel die Nutzung von Projektgruppen oder Lerntandems oder auch, wenn Sie vielleicht sowas in Ihrem Unternehmen schon haben, der Austausch innerhalb einer Social-Media-Plattform. Vorteile dieses gemeinsamen Lernens und dieser gemeinsamen Methoden ist, dass die Lernenden
natürlich ein höheres Commitment auch zum Lernergebnis haben, wenn sie in der Gruppe lernen und wenn sie gemeinsam eine Aufgabe haben, die sie erfüllen müssen. Sie können unterschiedliche Erfahrungen und Perspektiven austauschen, was besonders bei heterogenen Gruppen sehr, sehr fruchtbar auch ist. Und wir können Wissensgemeinschaften bilden, auch über den Kurs hinaus. Das heißt, wenn zum Beispiel eine Gruppe Key-User schon mal einmal gemeinsam gearbeitet hat, können wir dieses Potenzial auch nutzen, um nach dem Kurs eine Wissensgemeinschaft zu bilden, wo sich auch später über Probleme ausgetauscht werden kann, zum Beispiel. Ja, schauen wir jetzt einmal ganz konkret, nehmen wir uns mal eine Methode raus, und das ist einmal das Web-Based Training und dann auch später noch eine gemeinsame Methode. Die erste ist, wie gesagt, das Web-Based Training oder Simulation. Und die können eben innerhalb des Trainings an verschiedenen Stellen auch genutzt werden, zum Beispiel vor der Session, wo wir die Teilnehmer auch schon auf den gleichen Stand bringen können. Also wir können zum Beispiel die Grundlage legen, auf die wir dann später in der im Virtual Classroom auch zugreifen können. Und wir können natürlich auch Appetit machen, wie zum Beispiel mit unserem kleinen Knowledge Nugget hier, wo die Nutzer ganz kurz und bündig eben in ein Thema eingeführt werden. Während der Session oder zwischen diesen Virtual Classroom Sessions können wir zum Beispiel E-Learnings oder Web-Based Trainings nutzen, um zu üben, zu festigen, auch Wissen für die nächste Virtual Classroom Session zu erarbeiten und eben auch optionale Themengebiete zu entdecken, sodass sich jeder ganz individuell seinen Warenkorb an E-Learnings auch zusammenstellen kann. Und nach der Session, also nach den Virtual Classroom Sessions, können Web-Based Trainings genutzt werden, wie zum Beispiel dieses kleine Puzzle, das wir hier haben, um Wissen zu testen, um darüber hinausgehende Lerneinheiten zu oder darüber hinausgehendes Lernen zu voranzutreiben und auch um Wissen aufzufrischen, wenn es gebraucht wird. Auch kollaborative Lernmethoden lassen sich in verschiedenen Stellen im virtuellen Training einsetzen. Zum Beispiel habe ich hier daraus rausgesucht das Forum. Das Diskussionsforum ist eine gute Methode, um so ein virtuelles Klassenraumtraining zu begleiten. Zum Beispiel, indem vor den Sessions die Teilnehmer sich schon mal kennenlernen, schon mal Grundlagen gelegt werden, indem die Teilnehmer ihre Erwartungen an den Kurs formulieren und auch schon fachlich diskutiert werden kann. Und das Wissen eben dann in der richtigen Session dann auch wieder eingesetzt werden kann. Während des Trainings oder zwischen den Virtual Classroom Sessions können die Diskussionen im Plenum eingesetzt werden, um das Thema fachlich voranzubringen. Und es kann auch als Austauschplattform für Gruppenarbeiten zum Beispiel verwendet werden. Und im Anschluss an die Virtual Classroom Sessions können Sie sich ebenso entscheiden, dieses Foren auch weiterhin zur Verfügung zu stellen und dann eben den Teilnehmern einfach eine Plattform auch zu geben, um sich über Praxisfragen auszutauschen und nach dem Training eben auch eine Wissensgemeinschaft zu bilden. Ja, Sie sehen schon, es gibt ganz, ganz, ganz viele Methoden, auf die wir hier zurückgreifen können. Und natürlich passen nicht alle für jede Anwendung. Die Kunst, und das ist leider, da gibt es leider kein Patentrezept, wie häufig beim Lernen, ist es eben die richtige Methode, das richtige Werkzeug auch auszusuchen. Und das kommt eben unter anderem darauf an, wer sind denn die Lernenden, was können sie schon, wie ist auch ihre Technikaffinität, was sollen sie denn überhaupt lernen, also welchen Grad an Können sollen sie denn nach dem Training auch zeigen. Natürlich auch die zeitlichen Rahmenbedingungen und die Infrastruktur. Denn leider ist es ja oft so, man muss mit dem auskommen, was man halt im Unternehmen auch an technischen Möglichkeiten hat. Und da gibt es eben diese ganz tollen E-Learnings und technischen Raffinessen, aber man kann auch schon mit viel weniger Technik auch ein gutes Ergebnis liefern.
Und damit möchte ich gerne zurückgeben zur Gabriele. Ja, vielen Dank. Damit wären wir jetzt auch am Ende unseres Webinars angekommen. Doch eine letzte Methode habe ich noch für Sie. Dazu müssten Sie sich wieder des Stiftes bedienen, den Sie schon kennen aus der ersten Methode, wo wir wissen wollten, von welchem Ort Sie heute teilnehmen. Nun würde ich mich und meine Kollegen darüber freuen, wenn Sie uns einmal Ihre Stimmung wiedergeben anhand des Thermometers, dass Sie uns einfach mal sagen, wie hat Ihnen das Webinar gefallen, und würde mich freuen, wenn Sie dazu entsprechend das auf dem Thermometer markieren. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, und wir stehen jetzt natürlich auch gerne noch für Fragen zur Verfügung.